weiter geht's. Der Rest der Truppe muss hier irgendwo sein. Okay, finden wir mal den Rest der Truppe. Nick! Oh, bist du Nick? Ich höre dich. Bin gleich da. Ich komme. Überschlag dich bloß nicht, Kumpel. Na, wo ist der Jumpscare? Da war er doch, der Jumpscare. Ich hab's schnell bekommen. Ja. Ich wusste es doch. Kannst du die riechen mittlerweile? Ja, voll Kanal. Hier ist auf jeden Fall schon Tempeleingang, so wie es aussieht. Ich glaube, ich werde früh sterben. Und ich habe ein Bild gefunden. Gib's auf. Nee, ist nur so ein Irgendwie wird der Kopf abgerissen. Keine Ahnung, ob das einer von uns war oder nicht. Hey, da bin ich auch gerade. Mist, nee, dann geh doch noch nicht rein. Oh, jetzt geht er schon rein. Oh, ich schaff's alleine nicht. Ja, praktisch. Ist hier zufällig noch jemand in meiner Nähe? Übrigens warst du das selber, der gestorben ist. Du hattest auch so eine Basecap an in deiner Vorahnung. Ja? Ja. Oh. Was haben wir denn hier? Wo in Gottes Namen sind wir gelandet? Die Hand Gottes. Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Medivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Nick? Was ist los? Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen? Drück dich deutlicher aus, Soldat. Ich sah nicht aus. Im Tunnel. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Ja, reiß dich zusammen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwöre bei Gott. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reiß dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Hier stimmt was nicht. Das spürst du auch. Das Einzige, was ich fühle, ist, dass du mir das Leben schwer machst. Ich glaube, hier gibt es ganz andere Dinge, die einem das Leben schwer machen. Wenn hast du sowas nur kurz folgen würdest, Soldat. Was ist das? Ich habe hier eine Tür, die ich nicht alleine aufkriege. Das ist ein Job für zwei. Hast Glück, dass ich hier bin. Das ist Mervyn. Stimmt, echt. Doch durchs Loch umgefallen, ne? Ist das schon eine Thronsäule? Mann, ich versuch's doch! Hör endlich mal auf zu zappeln! Fuck! Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch! Fuck! Oh, verdammt, er ist am Arsch! Verlieren wir jetzt schon einen. Ich kann nicht hören, weißt du? Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Hab Morphium dabei. Nimm es. Das ist nicht so schlimm. Wir bauen dich gleich auf. Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst Wache. Wache? Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Boah. Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Clarice? Du wolltest mich schlagen? Wieder. Was war das? Komm jetzt los! Was ist mit ihr? Los! Was ist da bloß? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, weg hier! Zack! Er verblutet! Wir müssen dafür! Du bist ein bisschen in der Wege zu lassen. Ja? Ich auch. Der macht eh nicht mehr lange. Was machst du denn? Was machst du denn da? Scheiße! Das ist schlimm.
Willst du die Wahrheit hören oder nicht? Ich spuck es einfach aus. Ungelogen. Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der wird es zu uns hören. Bleib nicht still. Mann, wir sind das Morphium. Die Fresse, Mann. Du musst still sein. Oh, ich hab. Doch. Bleib so. Hab ich zu früh aufgehört? Lass los, Mann, du bringst ihn noch um! Los, wir jagen das Ding da vorbei. Ja, bin dabei! Ihr seid am Arsch! Du sollst dich zusammenreißen, ist das klar? Verdammt, sie kommen! Nein, du bringst ihn! Wie gemein! Ich töte den jetzt. Oh, warum haben wir denn das Morphium verschwendet? Nick, du erstickst ihn! Der ist schon tot. Ja, gut. Der ist neu. Er hat keinen Puls. Er hat keinen gottverdammten Puls. Unmöglich, ich wollte ihn nicht. Er ist tot, Nick. Mervyn ist tot. Ja, als ob es jetzt deine Schuld wäre. Als ob der nicht verblutet wäre. Alles gut, das Monster kommt trotzdem. Sind wir schon wieder der Busfahrer? Weg hier. Wir haben also die beiden noch und die beiden Kings. Wer ist der fünfte? Meine Assistentin, die lebt auch noch. Okay. Vielleicht. Das wissen wir ja aber nicht, die wurde jetzt aus dem Leben gerissen quasi. Ah, okay. Da sind sie ja, die beiden. Hier stürzt gleich alles ein, verdammt! Ach, du darfst jetzt den Iraker weiterspielen? Ja. Cool. Ich kann noch nicht Untertitel lesen und laufen die ganze Zeit. Wir dringen jetzt immer weiter nach unten. Ne? Ich bin jetzt die Kings und wir gehen tiefer rein. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Oh oh. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Jetzt fängt er an, die anzuflirten. Das ist der falsche Zeitpunkt dafür. Wer ist er? Oh Gott, verdammt. Willst du jetzt wirklich reingehen, ne? Ist dein Ernst? Ach, ich hab ein Feuerzeug. Gut, dass das kein Licht macht. Eigentlich nichts sieht. Hallo? Bin hinein. Ja gut, jetzt wird es noch ein paar Minuten weitergehen, wie wir einfach alle tiefer in den Tempel vordringen. Oh, oh, verdammt! Hey, da liegt eine Waffe, nehmen Sie dir! Warum spuckt das Vieh das Schießen? Fuck, wäre ich mal lieber weggerannt. Sonnenlicht nicht mögen könnte. Sicher? Ja. Ja. Ich spüre es irgendwie richtig. Glaube ich. Cool, dann haben wir ja schon mal eine Schwäche von denen. Da ist er mit nicht! Nicht zu früh, Freund. Steve. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Ja, yeah, wir sind drin. Wir sind drin. Guck dir die Seile her. Die hatten wir von Anfang an dabei. Ganz bevor wir ins Kriegsgebiet gezogen sind, waren die schon im Gepäck mit drin. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kallus hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Hm.
Du spielst Guppy. Tut mir leid, Eric. Wirklich. Du hast alles für diese Forschung gegeben. Mehr als du vielleicht glaubst. Gib dir nicht die Schuld. Ich lag falsch. Hätte die Daten nochmal kontrollieren. Alle Fälle durchgehen sollen. Aber ich war mir so sicher. Ich verstehe, was es dir bedeutet. Tut mir so leid. Er hat ja ein Waffenlager gesucht und war sich sicher, dass es dort war. Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Ja, müssen wir nur befüllen. Super. Dann suchen wir mal. Ja. Finde Benzin. Durchsuche die Ruinen. Bis dahin haben wir ein bisschen. Sam über diese Lage informiert ist? Boah, das ist eine flacke Schütze einfach. Wenn einer überlebt hat. Cool. Ah, hier ist Benzin. Oder zumindest Kanister. Rachel, hilfst du mir mit diesen Kanistern? Ich will es auch allein hinkriegen, aber ich will das nicht. Sie sind voll. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Was? Ich habe eine Prothese? Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Hey, du hattest einen Unfall oder so. Der Unfall war nicht deine Schuld. Dafür läuft der aber ziemlich gut. Du läufst komisch. Leuchte mal den Tank an. Ist aber schnell Licht an, Leute. Ah, scheiße. Oh, er leckt. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Finde Panzertape. Spricht King. Ich hab Tape. Hören? Hier ist Klebeband. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Ich versuche weiter, dich anzugraben. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Ich bin nicht mehr derselbe Kopie. Ja, wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Ich habe 20 Kilo verloren. Geht es dir nicht auch so? Ein bisschen? Wie ich schon sagte, der Unfall war der Todesstoß für unsere Beziehung. Ich werde es weiter versuchen. So ist es halt. Ich sehe das wirklich nicht so. Dann sind wir eben anderer Meinung. Ich bin voll verzweifelt. Ich will nicht zurück. Rachel, wir haben uns Raum gegeben und diese Pause. Ich meine, sieh dir unsere Karrieren an. Du, vorbei, ein Field Officer für die CIA und also... Zu langsam, ja. Kalis könnte den ganzen Krieg beeinflussen. Nennen wir es Pause. Sollte es je funktionieren, klar. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalis beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Rach. Können wir das Ding jetzt zum Laufen bringen? Bitte.
Nein, ich muss dich weiter zurückgewinnen. Rage. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freue mich auf die Zukunft. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Die haben doch gar nichts gemacht jetzt währenddessen, oder? Die haben doch gequatscht. Licht! Das war alles ein Aufnahmegerät. Ja. Sah so aus. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Okay. Traumatischer Übergang, ey. Fuck! Oh Gott! Oh Gott, oh, da kratzt ihn. Als ob das irgendwas brennen würde. Der ist wieder zurück, oder? Dämonen kennen keine Waffen. Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Die sind ja Jahrtausende alt, die haben noch nie eine Knarre gesehen. Was machen wir? Durchqueren. Vorwärts! Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich bin ja auch der Sarge. Was tun, was ich dir sage, Jim? Wir kommen ins Licht, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, wenn die Theorie stimmt. Jetzt entfernen wir uns irgendwie wieder von uns. Ich bin noch nicht sterben. Ich kann nichts tun, sorry. Wie ich das hier hasse. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Ich kann sagen, das sieht aus wie Kabelsalat. Band. Geht schon, das kriege ich hin. Musst du einmal Klick machen, schon funktioniert. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Das kommt nicht von mir. Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Oh. Seit ich dich verlassen habe. Es war vorbei, Eric. Kann man dich nicht nochmal weich kriegen? Ich will doch nur noch einmal mit dir schlafen. Für was? Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Und für was? Für meine Eier. Dafür kannst du dir doch auch die... Wie heißt du denn? Die Sekretärin. Zurück, Rage. Ja, die ist jünger als ich. Aber mich machen deine schielenden Guppi-Augen an. Sag, ich hab einen anderen. Hol dich auf. Du musst loslassen. Nein. Ich hab einen anderen. Nein. War klar. Tu mir das nicht an, es ist eine Lüge. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Das sind Soldaten. Warum so schockiert von dem Schuss? Krabbelt hier. Hallo? Schon. Ah, nee. Scheiße. Einer von uns? Nein! Keiner von uns.
Achtung, es kann sein, dass wir wieder schnell klicken müssen. Die fliehen immer noch, die beiden. Gib mir Deckung. Verstecken ist nicht eine gute Idee. Verdammt, was ist hier los? Ich kann mir nicht sagen. Ich weiß nicht. Ja, wir haben auch Schuss. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. Das ist Rachel! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Wiederholen, over. Wieso wiederholen? King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Fuck! Ich meine, diese kurzen Einspieler von den beiden, ne? Wir wissen gut, die sind lange auf der Flucht jetzt. Komm schon, du Guppi, konzentrier dich. Ich hab dir gerade das Leben gerettet, Guppi. Ja? Du musst mich jetzt wieder nehmen. Ja. Ich kann nicht mehr. Rachel! Hab dich, Rachel. Hab dich. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch, Rachel. Oh, Alter, ist alles super, danke. Ja. Zieh schon. Nur, wenn du deinen Ring wieder trägst, okay? Oh nein! Das könnte reißen. Hilf mir! Helfen! Hör auf zu zappeln! Ich hab's geschafft! Ich auch. War kein schwieriges Manöver. Komm schon. Rachel, halt dich an was fest! Ich seh nichts! Zu dunkel! Schon. Fuck! Vielleicht stirbst du. Verdammt, Rachel, halt endlich still! Oh, die wird so hart aufgespießt, wenn sie da runterfällt. Tut mir so leid, Rachel! Tut mir so leid! Was tut dir leid? Mach keinen Scheiß jetzt! Nein! Nein, warum nein. Macht ihr das? Ich weiß nicht! Ich mach's nicht! Nein, ich mach's nicht! Hat er Angst, aber du kletterst da doch nicht hoch, ne? Mit Pech werden wir jetzt beide runterfallen. Ja, das kann passieren, aber ich kann nichts tun, Connor. Hier drüben! Hilfe! Nein! Na! Hab ich's noch? Nein, nein! Einen Scheiß werde ich tun, wie die mich forcen wollen, dass ich dich jetzt fallen lasse. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Ich mach's nicht. Colonel, Moment! Nein, 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 nein! Boah, nein! Rachel! Keine Chance, keine Chance. Es gab keine andere. Das war unvermeidbar, oder? Ja. Es war nicht vermeidbar. Ich konnte nichts machen. Ich auch nicht. Ich habe ja alles versucht. In welchen Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Wäre es vielleicht gegangen, wäre ich doch auf die Liebesannonce eingegangen die ganze Zeit. Ich glaube nicht. Es hätte wahrscheinlich nichts geändert. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber mit einer dunklen Vergangenheit, die ihre Freundschaft auf die Probe stellt. Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden, unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen.
Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Wir veröffentlichen alles auf YouTube. Aber ja. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Wow, danke für den Tipp. Ein langer Pfad. Beschwerlich. Die ist noch nicht zwingend tot, ne? Wir haben nicht gesehen, wie sie gestorben ist. Sie ist nur in die Tiefe gestürzt und das muss überhaupt nichts heißen. Schrödingers King. Schrödingers Guppy King, ja.